Hallo Leute und willkommen zurück zu Link's Awakening. Wir gehen jetzt mal zurück ins Zoodorf. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch nochmal in dem Laden da unten mal wieder... Vielleicht, ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man den leer räumt. Aber jetzt haben wir ja kein Geld mehr. Müssen wir erstmal wieder alles neu zusammenfahren. Ich frage mich aber echt, wie das ist, weil ich meine... nicht jeder Spieler wird überall in die Höhlen gehen und so idiotisch alles abfahren, wie ich immer. Und dann wird es vielleicht schon schwierig, überhaupt auf die 900 insgesamt mal zu kommen, oder? Könnte doch sein. Na gut, vielleicht findet man wirklich im Laufe des Spiels nochmal irgendwann genug. Ich frage mich halt, ob man den Bogen jetzt irgendwann braucht. Und am Ende stehen dann da die Leute und müssen dann anfangen, Geld zu farmen. Aber das ist ja zum Glück nicht unser Problem. Das war in der Wüste, war irgendwas mit schwarzen Wesen, oder? Aber da war ja das Problem, dass... dass wir noch gar nicht in der Wüste sind. Wir müssen jetzt erstmal ins Zoodorf, wie es aussieht. Also ich bin den Umweg gelaufen. Aua. Aua. Nein. Kein Herzchen für mich. War das hier lang? Ja, das war hier lang. So, hier muss ich jetzt aufpassen auf die fiesen Fische. Gib mir noch ein Herz, Fisch. Oh. Oh, diese Animation mit dem Wasser, das ist ja ganz toll gemacht. So, hier muss ich jetzt runter, ne? Ich wollte eigentlich nur Gras mähen, um Herzen zu besorgen. Egal. Guck mal, macht ja gar nichts. Aua, Mann. Link holt aber auch immer so weit aus. Oh, dieser Busch, der ist doch verdächtig, oder? Da muss man einmal hier... Zack. Zack. Nichts los hier. Oh, hier ist noch ein Telefonhaus. Da ich irgendwie schon mal. Ja, mal kurz gucken gehen. Ja gut, hier ist nichts Interessantes. Erstmal. Irgendwann, wenn man ins Wasser steigen kann, dann können wir da überall nochmal lang gehen. Ja, schöner neuer Soundtrack hier. So, wer war denn? Huch. Okay. Stimmt, ich bin Krokodilius. Die Nixon-Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet. Aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Was? Ist Link kunstinteressiert? Ich glaube nicht wirklich. Hau ab! Hey! Hau ab! Hey! Boah, ist der fies, ey. Was sagst du jetzt? Na gut, dann gehen wir hier rein. Hier ist schon wieder so ein Vögelchen, wer ist denn hier? Du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder?
der mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich erst gar nicht. Über Hibiskus würde ich mich schon freuen. Hibiskus? Oh, sorry, Hibiskus. Also sie hätte gerne Hibiskus, gut. Ist das nicht zufälligerweise Christine? Die Musik erinnert mich an Dr. Wright. Sollen wir jetzt zu Dr. Wright gehen und dem mal einen Tipp geben, dass er ihr Hibiskus bringen soll? Oder ihr welche per Liebesbrief schicken? Hallöchen? Hey, wusstest du schon, dass Zoodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben, ja, da sagst du was. Daher weiß ich auch, dass es in Möwendorf einen Traumtempel mit einer XXX geben soll. Ob das wohl stimmt? Ja, das stimmt, Häschen. Haben wir alles schon alles gemacht? So, hier ist schon wieder so ein blödes leeres Haus. Ich frag mich gerade, in Link's Awakening gab's da, in der Link to the Past gab's da, so ein zweites Dorf irgendwo. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub nicht, da war nix. Wegen all dieser Ungeheuer komme ich nicht ins Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Was, du kennst Marin? Okay, wen haben wir hier? Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genau so eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Ja, komm. Du hast die Honigwabe gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. ja, wenn das so ist, dann haben wir schon alle Tools beisammen. Ich meine, der kleine Hase hat vielleicht ja nicht den umsonst den Tipp gegeben, dass es einen Traumschrein gibt in, im Möwendorf. Das finde ich aber, also ich muss sagen, das hier mit dem Zoodorf zum Beispiel, das ist einfach so, das ist einfach extrem cool, weil du merkst richtig, dass da so ein Spiel nicht nur angefangen wurde, sondern dass es wirklich dann auch, ja, weitergeführt wurde, so, dass man sich wirklich echt viele Gedanken gemacht hat, so, und, einfach nochmal einen zweiten Ort, so am Ende des Spiels, das ist, das kommt gut. Eingang zur Durstwüste, da liegt ein fettes Walross. Komm, dann gehen wir erstmal hier oben gucken. Also ich meine, Nintendo ist ja jetzt kein Hobby-Entwickler oder Indie-Entwickler oder sowas. also dass man da ein vernünftiges Spiel entwirft, erwartet man natürlich. Ich werde irgendwie heiser. Aber man hat es ja trotzdem irgendwie dann. Ich weiß nicht genau, gab es schon mal irgendein Zelda, wo man dann das Gefühl hatte, es wurde irgendwie lieblos zu Ende geführt? Das ist ein Herzteil, aber wir kommen nicht dran. Könnte wieder so eine Greifhaken-Geschichte sein, dass man vielleicht den Stein mit dem Greifhaken kaputt machen kann und dann kann man sich drüber hangeln. Irgendwie sowas. Ja gut, und da oben ist ja auch nix. Na gut, dann gehen wir mal zum Walross und tröten dem ein bisschen was vor. Also natürlich waren Zeldas bisher immer von vorne bis hinten eigentlich ziemlich gelungen, aber ich meine, gerade hier so ein Spiel wie Link's Awakening, das technisch doch irgendwie noch recht limitiert wirkt. Auch Zelda 1, ich meine, da gab es eigentlich gar keine Stadt oder sowas.
Deswegen überrascht mich das eigentlich, wie viel man hier findet, so, und wie viel hier eingebaut wurde. Es ist echt cool. So. Schnarcht. Und was ist dieses Symbol da? So, dann packen wir mal hier die Flöte aus. Gut, das hilft natürlich nicht. Dann, ja. Aber. Oh, guck mal, hier ist der nächste Teleporter. Aber der Bär hat mir doch den Tipp gegeben, dass ich dem Lied von Marin vorspielen soll. Warum klappt das denn jetzt nicht? Ey, du. Wegen all dieser Ungeheuer. Blablabla. Hey, Kollege. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Da muss ich dann jetzt wieder zu Marin latschen. Hey Leute, schaut mal auf die Flöte unten und die Rubine und die Herzleiste, was für eine Farbe die haben. Und jetzt gehe ich hier raus. Jetzt sind die auf einmal viel dunkler. Naja, in einem rosa Haus mit einem Dach mit rosa Haus, in einem Haus mit rosa Dach wird eben alles ein bisschen rosa. Da wird es hier drin blauer. Hier drin ist es auch so rosa. Was hast du noch gesagt? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walross stört, kommst du wohl nicht in die Wüste. Na, dann muss ich mal Marin um Rat fragen gehen, wie es aussieht. Marin ist doch das Mädel. Taren ist der Typ. Ja. Lied habe ich gelernt. Flöte habe ich. Im Traumschreien mir geholt. Also, ich weiß jetzt auch nicht so recht. Irgendwie schneller zurück? Nee, hier geht's echt. Ich bin hier immer oben rum und dann. Eine ganz schöne Latscherei ist halt hier. Ah, hier kann man eine kleine Abkürzung nehmen. Aber ja, es ist echt schön zu sehen, wie, ja, mit so, ja, ich meine, die Grafik ist halt schon was älter und so, aber wie man damit so eine lange und abwechslungsreiche Geschichte hinbekommt, da wurde sich echt viel Mühe gegeben. Also ich denke mal, Link's Awakening reiht sich doch als sehr würdiger Vertreter der Zelda-Reihe ein. Hey, wo ist denn Marin hin? Marin sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen! Na, Kollege, jetzt tu mal nicht so. Man kann sich ja durchaus auch mal besinnlich ein Stündchen ans Meer setzen. Hey, habt ihr mal neue Tipps für mich? Von wo kommst du denn her? Ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Müssen wir Marin ja jetzt mitnehmen. Wollen wir mal die Frauen hier abholen. Link hat doch immer überall Frauen als Begleiter. Na, wo sitzt du denn? Also hier war schon mal nichts. Okay, ja, zum... Nein, hier ist sie auch nicht drin. Hätte mich auch gewundert. Haut ab! Na gut, so geht's auch. Ah,
Ah, hallo. Oh, Sat, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja, okay, komm. Ach, das ist doch romantisch hier. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Karin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen, auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Sat. Ich war ganz außer mir. Ich hielt dich für ein Zeichen der Götter. Link schweigt wie immer. Wenn ich eine Möwe wäre, ich würde nach weit draußen fliegen und überall für die Menschen singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Hallo, Sat, hörst du mir überhaupt zu? Sat, ich will alles über dich wissen. Was du denkst, was du fühlst, was du liebst. Kicher. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Okay, dann lass uns losgehen. Maren kommt mit. Das ist die Gelegenheit. Wie, das ist die Gelegenheit? Link. Da. Du hast eine Freundin gefunden. Nein. Hier gibt's eine Abkürzung, right? Mal sehen, ob sie auch so die Sprünge drauf hat. Oh nein, das muss dahin. Das muss dahin, das muss dahin. Und das muss dahin. Ja, kein Problem. Bisschen buggy, aber... Mann, was mache ich denn hier? So, das so wollte ich haben. So, jetzt bin ich hier. Na gut, dann muss ich einmal hier durch die Höhle latschen. Maren kommt ja immer mit, kein Problem. Auch wenn ihr Schleime auf den Kopf springen. So. Geht, glaube ich, ein bisschen schneller als immer da oben rum. Ja, Maren will alles über Link wissen. Das ist ja nicht... Dann fängt er an zu erzählen, ja, da gibt's, da ist Zelda und... aber Moment mal, welche... Was ist eigentlich die Vorgeschichte von Link's Awakening? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist A Link to the Past? Nee, eigentlich ja nicht, oder? Nein, ich muss hier lang. Oh nein, muss ich doch nicht. Das ging ja nicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Aua, Mann. Ich werde gleich vor Marens Augen abkratzen. So, hier muss ich runter. Ups. Hey, Maren. Ach, ich kann nicht mit ihr reden. Das ist also das Walross. Sollen wir es ein wenig erschrecken? Was? Oh, ich habe leider ein bisschen was zu früh weggedrückt. Ja. Das Walross tanzt mit. Haha, da hat sich jetzt aber erschrocken. Hihihi. Oh, da kommt das Häschen. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Karnickel. Okay, dann gehe ich jetzt mit ihm ins Zoodorf. Komm doch später nach, Sat.
Okay, irgendwie müssen wir sie ja wieder loswerden. Tschüss, Maren. Ich wollte gerade noch sagen, Link und die Frauen. Ich meine, bei Zelda ist es ja irgendwie immer recht einfach, sage ich mal. Die sagt, rette mich und rette die ganze Welt. Link sagt nichts, macht's einfach. Hier bei Maren sitzen sie am Strand. Maren fängt an zu reden. Ja, oh, schön hier. Und Link sagt einfach nichts. Was soll sie dann denken? Das funktioniert ja nicht. Link ist eher so der praktische Typ, habe ich das Gefühl. Also nicht reden, sondern machen. Und das kann bisweilen vielleicht schon mal... ungünstig sein, wenn man nicht sagt. Welcher Trottel läuft denn auf dem Sand herum? Ja, ich nicht. Tschüss. Okay, wir sind also in der Durstwüste. Link hat gar nichts zu trinken mitgenommen. Aber ich würde mal sagen, das war's mal wieder mit dem heutigen Part. Im nächsten Part sind wir dann wirklich mal hier in der Durstwüste. Wenn wir hier gucken, was es hier gibt. Jo, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!